So, die Waffenproduktion läuft, aber der Strom steht, was ein bisschen blöd ist. Und unter anderem werden wir daran heute arbeiten. Also geht's los. In 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory hier bei Ragnar and the Bertholdsons. Und wir stehen gerade hier bei mir im Hub und da zeige ich euch mal die erste Neuerung. Ich baue hier nämlich gerade so ein bisschen an. Nee, hier kommt so ein Vorbau rein. Und oben will ich dann meinen Schaltraum quasi kreieren. Da kommt nochmal, Moment, hier so eine Lage rauf, wo dann die Kabel gezogen werden. Oh, mal gerade rüber. Und da werden dann die Kabel versteckt und von hier aus wird dann der gesamte Strom quasi verteilt. Sprich, ich kriege einmal Strom rein und der ganze Piss geht irgendwann wieder raus. Oder irgendwohin wieder raus. So, was wollten wir machen? Genau, ich war unterwegs und bin zufällig auf was gestoßen, nämlich auf eine Festplatte. Die werden dann mal die Analyse starten. Und dann habe ich noch was überprüft. Ich habe nämlich festgestellt, wir haben endlich alle Sachen für den Weltraumlift fertig. Und nicht nur so ein bisschen fertig, sondern komplett fertig. Das heißt, wir können das gute Stück... Kommen wir da rüber? Woo, wir kommen da rüber. Das ist irre. Wir können das gute Stück heute einmal füttern. Und dann kommt das nächste Tier. Was ist denn hier los? So nicht! So, ich habe hier, war hier ein bisschen überambitioniert, habe ich festgestellt. Ne, 3 Container für die ganzen Weltraumliftteile ist vielleicht ein bisschen übertrieben dafür, dass ich sie ansonsten nicht mehr brauche. Aber okay, ist halt so. Ja, hier seht ihr, habe ich auch fertig gebaut, so mehr oder minder. Hier kommt jetzt gerade mal so ein Ausweichcontainer rein, denn wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Denn ich habe festgestellt, die vielseitigen Rahmen sind ganz schön viele, die ich da rein scheppern muss. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Platz habe. Ne, passt nicht, also rein. Wir bauen noch einen zweiten daneben. Komm her. Was ist denn da jetzt im Weg? Was ist hier im Weg? Achso, gar nichts ist im Weg. Ich bin ein Idiot. Das ist mal wieder im Weg. Meine Idiotie steht mir im Weg. Und es ist schon wieder pisse schwül. Meine Fresse, mir läuft schon wieder... feucht runter irgendwo. Naja, wo ist auch egal. So. Den ganzen Schrott sind wir erstmal los und dann laden wir mal ein. Wir brauchen, wenn ich mich recht erinnere, 2400 hiervon. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Wie viel sind das immer? 100, 200, 300, 400. Also haben wir hier einmal 400, 800, 1200, 1600, 2000 und 2400. So, hiervon brauchen wir tatsächlich nur 100. Und habe ich auch noch gar nicht so viel davon hergestellt. Das reicht tatsächlich gerade so. Meine Fresse, 120 haben wir, bevor mir der Strom abgesoffen ist. Ne, ich habe nur eine so eine ganz hässliche Spitze drin. Und die haut mir tatsächlich regelmäßig den Stromkreis raus. Und hiervon weiß ich gar nicht mehr, wie viel wir hiervon brauchten. Aber das waren auch wieder ein paar mehr. Ich nehme einfach noch 100, 200, 300, 400, 500 mit. Wird schon passen. So, und dann flitzen wir einmal rüber zum Weltraumlift. Neues Tier. Das habe ich lange nicht mehr gesehen hier. 500 brauchen wir. Scheiße. Zack, zack, zack. Ah, 2500. Leck mich fett. Nochmal 100 holen. Daran soll es am Ende nicht scheitern. Verdammt. Jetzt sag nicht, das reicht nicht. Ach, ein Glück. Sind noch welche da? Wieso laufen die denn nicht runter? Das sind Kabel. Hä? Wieso läuft der nicht von A nach B? Hier läuft auch nichts. Stehen neuerdings die Förderbänder still, wenn... der Strom stillsteht? Ach ne, weil ich von unten nach oben fülle, deswegen. Bam, bam. Müller, du bist ein Idiot. Wie immer. So, die auch noch drin.
Und dann. Schwupp. Achso, haben wir gesealt. Renn mit dem Spaß. Und endlich Endtier. Ach du Scheiße. Was zum Fick? Thermaler Raketenantrieb und nukleare Paste. Okay. Tschüss. Tatsächlich Teile, von denen ich noch nie gehört habe. Nicht mal irgendwie irgendwo gelesen habe. Könnte aber auch einfach daran liegen, dass ich mich mit dem Teil eigentlich nie so wirklich beschäftigt habe. Projektteil Nummer 9. Schick es mit dem Weltraumlift, um Phasen des Montageprojekts abzuschließen. Energieverbrauch 500 bis 1500 Watt. Durchschnittlich 1000 Megawatt. Megawatt, Entschuldigung. 1,5 Gigawatt. Nee, gar nicht. 500 bis 1500 Megawatt sind... Ja, 1,5 Gigawatt. Ah ja, was vor mir. Meine Fresse. So, dann müssen wir auch gleich wieder hoch. In unseren schönen neuen Hub. Komme ich überhaupt lang? Ja, ich komme schon... so komme ich hier nicht lang. Ich hätte vielleicht gleich meine ganzen Sachen mitnehmen können. Aber egal. So können wir uns nochmal hier schön die neue Waffenfabrik angucken. Finde ich ja tatsächlich ganz schick, ne? Ich mag diese... ausgelassenen, nennen wir es mal so, Fundamentteile. Der Kasten, da stört mich noch so ein bisschen. Der könnte schöner sein. Was ist denn das für ein Beschiss mit dem Lichtspiel hier? Oder habe ich... Ah, ich habe Licht an. Das erklärt einiges. Ne? Ist am Ende doch ganz schön geworden. Es ist immer noch ein Klotz, der hier mitten in der Landschaft steht, aber mit diesem Förderlift hier an der Seite ist das erträglich und sorgt für genug Abwechslung und wir haben eine Menge Bänder davor. Das hilft eigentlich auch ganz gut. Es wird halt cool umrundet. Ne? Sieht aus wie gewollt. Was bei mir eigentlich nie der Fall ist. Ich habe noch nie irgendwas gewollt in diesem Spiel, glaube ich. Ne, ist immer mehr so ein Hinstolpern. Oh ja, war ja mal gut gemacht. So, sind wir hier schon soweit? Ja, noch 4 Minuten. Ich hätte mir mal mehr Zeit lassen sollen. Hm. So, und dann kicken wir mal hier rein. Was haben wir denn hier schönes Neues? Bauxit-Raffineration. Oh. Den Mixer kenne ich auch noch gar nicht. Uiuiuiui. Aluminiumgehäuse. Und endlich dann die Mark 5 Bänder, die mir aber erstmal noch nichts bringen. Alter, sind die. Achso, das sind die Meilensteinkosten. Ich wollte gerade sagen, das sind auch nicht die Kosten für ein Stück Band. Darauf freue ich mich durchaus schon. Schutzanzug? Okay. Schutzanzug, Slot, Körper. Schützt dich vor den schädigen Effekten von Strahlung. Ah. Verbraucht Jodfilter aus dem Inventar, wenn du dich in radioaktiven Gebieten aufhältst. Ja, das macht Sinn. Luft- und Raumfahrttechnik. Hier müssten wir genau die Drohnen haben. Und das Montage-Leitsystem wird da freigeschaltet. Batterien sind cool für die Fahrzeuge. Ja, die guten Supercomputer, wo ja immer alle voll drauf stehen. Und ich kann dann hier, könnte hier endlich Schwefel scannen, was ja totaler Bullshit ist. Okay, dann haben wir noch einen Schweberucksack, den ich eigentlich auch ganz gut gebrauchen könnte. Stromverbrauch 100 Megawatt. So, zum Bauen ist der ja ganz cool, ne? Ermöglicht vertikale Bewegungen und Schwebeflug, um die Baueffizienz zu erhöhen und Fabrik und Navigation zu erleichtern. Verbindet sich kabellos mit nahegelegenen Stromanbindungen wie Strommasten und Gebäuden für den Stromverbrauch. Langsamer Fall. Springtaste nach Verbindungsverlust in der Luft gedrückt halten. Ah ja, dass man so langsam runterschweben kann. Mehr Inventarslots bin ich auch immer Fan von. Und dann haben wir hier natürlich noch die Atomkraft. Yay, brauche ich nicht. Verbesserte Aluminiumproduktion. Oh. Der Quellenkompressor und Quellenextraktor. Okay, wo ist der Unterschied? Kann auf eine Ressourcenquelle platziert werden, um sie zu aktivieren und die unterirdischen Ressourcen unter Druck zu setzen. Nach der Aktivierung können Quellenextraktoren auf den umliegenden Unterknoten platziert werden, um die Ressource... Ah, okay. Quasi einmal zum Verdichten und einmal zum Abpumpen. Nett. Verschmolzener modularer Rahmen. Ich kotze jetzt schon. Ich kotze jetzt schon richtig, weil
Oh, Scanner-Rohrkelle, auch interessant. Weil meine letzte modulare Rahmenfabrik irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist und etwas groß wurde. Der verschmolzene modulare Rahmen wird da garantiert nicht besser. So, Kühlsystem und Körper, verpackter Stickstoff. Stickstoffgasquellen, okay, ist klar. Gut, zukunftsweisende Produktion. Miner Mark 3, oh, dafür brauche ich also die modularen Motoren. Und wahrscheinlich dann auch die Supercomputer. Yay. Partikelanreicherung. Der Teilchenbeschleuniger. Der fixe Teilchenbeschleuniger nutzt Magnetfelder, um Teilchen zu sehr hoher Geschwindigkeit mit hoher Energie zu beschleunigen. Das besondere Design lässt verschiedene Prozesse zu, wie das Erzeugen und Umwandeln von Materie. Warnung, der Stromverbrauch ist sehr hoch, schwankt und hängt vom ausgewählten Rezept ab. Okay. Kupferpulver kannte ich auch noch nicht. Gemahlene Kupferbahn. Die hohe, natürliche Dichte von Kupfer kombiniert mit der Körnung des Pulvers machen dieses Teil ideal für die Herstellung von nuklearer Pasta. Im Teilchenbeschleuniger. Okay, das ist dann wahrscheinlich das hier. Druckumwandlungsblock. Meine Fresse. Plutoniumpellets. Okay, das ist für Kraftwerke. Ja, dann wird es wohl am sinnigsten sein, erstmal auf die Bauxit-Raffineration zu gehen, wa? MEM-Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Da gucken wir gleich mal rein. Scanner-Aktualisierung, Rohölquarz. Ja, haben wir ja schon. Okay, und dann werden wir uns wohl demnächst an Aluminiumbarren machen. Yay! Mal sehen. Wurde hier schon mehrmals gewarnt. Okay, hier müssten wir vielleicht mal die Entwickler irgendwie anschreiben. Lieber Kai, das geht so gar nicht, ne? Hier dieses Schrift, die übereinander liegt, das sieht absolut kacke aus. Ne? Werde ich bei Gelegenheit mal ins Forum hauen oder so, dass das geändert wird. Aber gut. Okay, wir haben eine ganze Menge zu tun, würde ich sagen. Wir schocken jetzt aber erstmal hier rüber, gucken, was wir hier für ein schönes Rezept freigeschalten haben. Klick. Alternative Quarzcomputer, ja. Alternativer reiner Quarzkristall. Sehe ich jetzt auch noch nicht. Aber schwerer ummantelter Rahmen könnte interessant sein. Das nehmen wir mal. Wieder nichts Cooles. Weder Turbo-Treibstoff noch sonst irgendwas. Aber nächste Woche ist ja wieder Streaming-Zeit, weil Folge 80 und so. Und ja, dieses Mal sind dann hoffentlich Yoshi und Schabernack direkt im Spiel dabei. Und wir werden uns gegenseitig auf den Körper hauen. Das wird spitze. Und dann werden die mich nämlich durch die Welt jagen und ich versuche nebenbei Festplatten zu farmen. Das wird der Shit. So, ich hole jetzt erstmal einmal kurz meine Sachen wieder. Und dann, ey, ich gehe ja mittlerweile echt gerne hier durch die Fabrik, ne? Dieses Verschachtelte und die Gebäude, das, ach, ich mag's hier. Hier bin ich zu Hause. Ja, dennoch so ein zukunftsweisender Plan. Ich werde mit Yoshi mal schauen, ob wir das aufnehmen. Einen Tag hier mal einen schönen großen Bahnhof hinzimmern, mit dem wir zentral hier Ressourcen ankarren. Aber auch dafür brauche ich erstmal wieder mehr Strom. So. Weg den Scheiß. Hätte ich auch so machen können, einfach. Egal. Irgendwo hier hinten soll der hin. Ich weiß noch nicht genau wo. Hier ist mir das Giftgas so ein bisschen im Weg. Hier war ich einmal dumm. Also wird es wohl hier auf die Ecke so ein bisschen hinauslaufen. Was ja ganz gut passt. Von hier aus soll es ja auch wieder verteilt werden, ne? Denn hier kommen die nächsten Bauten auch ran. Und entsprechend wäre es ja gut, wenn das alles hier einkommt. Vielleicht an dem Krater. Könnte ganz geil sein. Moment mal, wir laufen da mal einmal rüber. Ne, wir haben hier schön die Rampe. Darin. Und dann können wir hier schön einen großen Bahnhof reinballern. Komplett unterirdisch und darüber ziehen wir die Dings hier. Darüber ziehen wir die Fabrik weiter. Ne, dann machen wir quasi vier Gleise, die runterlaufen, wenn die dann nebeneinander passen. Zwei rein, zwei raus. Damit wir uns nicht ins Gehege kommen. Irgendwann werden ja die Signale hoffentlich kommen.
Dann zimmern wir hier einen richtig schönen großen Bahnhof rein. Das wird der Shit. Das finde ich gut. Ich find, hier ist nur der eine Weg rein und raus. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber am Ende auch kein Weltuntergang. Ah, das ist total geil. Das werden wir machen. Auch mit dem Nebel wird das ganz schön cool kommen, glaube ich. Können wir sogar noch meinen daneben setzen. Richtig gut. Da wäre noch eine Schnecke. Ich könnte den jetzt einmal umhauen. Na. Ist der gerade aus dem Bild rausgeglitscht? Ja. Boah, ätzend, ey. Ja, zum Teil haben sie die Sichtweite echt schön erhöht, zumindest für die Gebäude. Aber so bewegliche Sachen. Da ist er wieder. Sieht aus, als würde er despawnen und neu spawnen. Ja? Beweg dich mal, Keule. Jetzt geht er dahin. Und jetzt taucht er da wieder auf. Ja, und da spawnt er wieder. Das ist ja interessant. Also die treten nicht wahllos in der Gegend auf, sondern die spawnen immer an festen Punkten. Man muss nur raus und reinlaufen. So, und gleich ist er wieder da. Na komm. Plopp, da ist er. Oh. Wenn es denn Rechenleistung spart, soll mir recht sein. Ne. Ich werfe da am Ende keinen Stein. Gut, jetzt kommt tatsächlich ein etwas längerer Marsch. Denn wir müssen ja jetzt rüber zur Energieproduktion. Denn, ihr könnt euch das hier mal angucken. Das ist eine ganz schöne Spitze. 8,8 Gigawatt. Und ich habe nur nichts. Weil ich glaube mittlerweile alles, was ich habe, irgendwie leer gelaufen ist. Auf was kommen wir hier? Ja. 294. Das ist ein ziemlich großes Problem, dass ich jetzt hier angefangen habe, Kabel von A nach B zu ziehen. Macht die ganze Angelegenheit nicht besser. Wie lieber auch sei ich. Hä? Wo bin ich denn gerade? Ach so, ja, hier wollte ich zuerst mein Dings lang ziehen. Das Steuerhaus. Hab mich dann aber doch dagegen entschieden. Weil es für meinen Geschmack hier einfach nicht passte. Ich wollte das einfach nur oben haben. Aber ihr seht, auch hier baue ich wieder mit der halben Fundamentbreite. So kann man hier schön lang ziehen. Das ist eigentlich ganz cool. Also ich finde dieses Halbfundament-Gedönse eigentlich ziemlich genial. Da kann man einen Haufen Unfug mitmachen. Das ist genau meine Welt. Ne, weil alles andere können alle anderen machen. Ne, ich gucke, was ich aus dem raushole, was uns das Spiel bisher zur Verfügung stellt. So. Klock, klock. Und weg damit. Haben wir das auch gleich abgerissen. Brauchen wir den Schnodder auch nicht mehr. So. Da ist auch noch einer. Und hier ist noch so eine blöde Station. So. Ist hier wieder Luft. Sehr schön. Aber was wir jetzt gleich mal machen können, ist, wir können uns das Ganze mal vom Community Hub aus angucken. Ach scheiße, wir können ja gar nicht die nehmen, weil ist ja kein Strom da. Oh, ich kotze, ey. Scheiß, noch eins. Aber desto länger ich spiele, desto mehr Grünzeug verschwindet hier auch wieder aus meiner Welt. So nach und nach habe ich tatsächlich die Muße, den Scheiß wegzureißen. So wie hier. Wenn wir schon mal unterwegs sind. Das ist eine kleine Lümmelfolge heute. Oder nicht. Ach komm, leck mich. So. Reißt ab den Kack. Schlock. So, einmal wieder das Richtige da hinsetzen und dann ist dieser Fehltritt der Natur auch wieder ausgebügelt. Was ist denn das hier? So. So. Das war dumm. Das war richtig dumm. Aber so kennt man mich. So, worauf ich noch relativ gespannt bin, da habe ich jetzt noch nicht mit angefangen, weil ich eh gerade Stromschwierigkeiten habe. Beleuchtung. Wie weit die angezeigt wird tatsächlich. Habe ich das Exoskelett drin? Ich komme mir so langsam vor. Ja, habe ich. Ich will es noch schneller. So. Ne, ob wenn ich denn hier oben mal stehe und dann hier runter gucke, den ganzen Beleuchtungsscheiß auch gut sehen kann. Das wäre halt echt irre cool.
Ja, der Prozessor wird es von der Sache her ordentlich mitmachen. Aber die Engine wahrscheinlich nicht. Die wird sagen, mäh. Spiel deinen Scheiß mal schön alleine. Ne, das bieten wir nicht. Aber es ist erstaunlich, noch immer ist die modulare Rahmenfabrik mit Abstand das größte Gebäude. So ein Pimmelwerkstoff eigentlich, den man für so wenig Sachen braucht. Ne, aber so ein riesen Apparat dahin gezimmert. Ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat, das zu tun. Aber ich habe immer genug schwere modulare Rahmen. Und ich konnte nochmal abzwacken für den Dings hier. Na, wie hießen sie? Den einen Baustoff für den Weltraumlift. Oh nein. Da muss ich nochmal ein bisschen mehr Varianz reinbringen. Das sieht alles noch ein bisschen sehr glatt aus da. Und hier vorne könnte ich vielleicht nochmal irgendwas an Produktion hinballern. Das wirkt so leer hier. Finde ich ein bisschen schade. Okay, aber weiter geht's. Richtung Stromproduktion. Ihr werdet sehen, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also ein bisschen was ist untertrieben. Da hat sich eigentlich eine Menge getan. Mal von hier runter gucken. Denn da habe ich angefangen, ein neues Kraftwerk zu bauen. Und da hinten auch, was wir jetzt aber noch nicht sehen können. Wir schocken da mal einmal hin. Jetzt sagt die Zeit. Oh, schon fast die halbe Folge verbummelt. Gehen wir einfach hier hoch. Hier rein. Hier sieht man es ein bisschen besser. Ne, hier habe ich es tatsächlich auch so gemacht, dass die Rohre komplett unterirdisch rangeführt werden. Das heißt, man sieht die da oben eigentlich gar nicht. Ne, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder mache, aber ich fand den Style ganz cool, dass es da so oben rausguckt. Und dann kommt da oben drauf nochmal zwei, drei Stück. Zwei, drei Treibstoffgeneratoren. Um hier einfach die Stromproduktion wieder ankurbeln zu können. Mittlerweile fehlt es hier unten tatsächlich, glaube ich, auch an allem. An Wasser, an na, Kohle müsste noch genug da sein. Aber Treibstoff dürfte keiner mehr da sein und so weiter und so fort. Wir gucken da jetzt mal einmal rauf. Und der liebe Yoshi guckt ja auch immer fleißig zu und der weiß dann schon mal, was wir irgendwann mal gemeinsam hier wieder vernünftig zurechtbasteln können. Der fragt mich schon andauernd, hey, soll ich mal vorbeikommen? Soll ich dir das mal machen? Die machen so das nicht, aber wir können das gerne mal zusammen machen. Das wird super. So, gucken wir doch mal. Wie haben wir denn hier noch Wasser drin? Waffer, Waffer, Waffer. Wasser sieht gut aus. Kohle läuft auf jeden Fall. Wir gehen hier mal nochmal rüber. Ja, und so sieht das Ganze aus der Nähe. Was ist das denn hier für ein ganz hässlicher Fehler? Ach, das kommt vom Dings hier. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, runterzufallen. Das ist ja scheiße. Ich zeige euch, was das ist. Denn ich habe damit Farbe drauf gepinselt. Ne, hier sind rot-schwarze Streifen. Die von der Sache her ganz cool aussehen. Ne, und ich musste halt das ganze Dach so ziehen. Damit ich die Schlote hier rausgucken lassen kann. Aber das hat hier unten halt ganz, ganz unschöne Effekte. Das ist ja ätzend. Gut, dass ich nie wieder hier bin, wenn das jetzt mal steht. Ich glaube, ich klatsche hier oben dann nochmal eine normale Wand vor. Und dann ist mir das egal. Dann sehe ich das nämlich gar nicht mehr. So, die sind auch tatsächlich, dürften noch gar nicht befüllt sein. Oh doch, sind sie schon. Was ist denn hier aktuell das Problem? Also klar, diese blöde Spitze ist das Problem. Das ist bekannt. Schwupp. Aber da müssen ja noch mehr Kraftwerke irgendwie stillstehen. Und es kann ja nicht sein, dass die da schon vollgelaufen sind. Die haben null. Wie können die da hinten voll sein und die hier null haben? Denn hier läuft das Rohr lang. Eigentlich. Also das geht eigentlich hier rein. Zumindest gleich wieder. So und so. Oder einfach so. Ist am Ende auch total wurscht. Obwohl, wir können auch einfach... Wie lang ist das? Gar nicht mal so lang. Na, wir wollen mal erst den Durchlass. Bevor ich das dann wieder falsch setze. So. Reißen das weg. Und dann... Nee, das ist das falsche Ohr. Mach 2 bitte.
So und so. Und dann läuft das hier drin, nämlich einmal runter. Und dann hier unten dann rüber zu den Treibstoffgeneratoren. Fuck. So, dann kicken wir mal in die Bahnhöfe oder in den Bahnhof. Wie viel hier noch drin ist. 300 noch was. 200 noch was. 0. Und hier wahrscheinlich noch 2400. Jo. So, hier wird dann nämlich jetzt demnächst ein zweites Rohr lang geführt. Eins wird gerade rüberführen, eins wird darüber führen. Obwohl mit 600 Liter, ich weiß gar nicht, kommen wir da aus. Oh, hier ist auch 0 drin. Ist ja super. Es wird nicht mal mehr abgepumpt. Wie machen wir das? Wir stellen mal hier einmal einen Treibstoffgenerator hin. Also Biomassebrenner. Den man einmal die Pumpe hier anschmeißen wird. Ach. Ich war ja am Fundamente bauen. Das muss ich hier unten erstmal ändern. So, da wieder ein Standard-Layout. Und dann machen wir dich hier mal an. Ach ne, Treibstoff brauchst du noch. Scheiße. Ah, noch da. Sehr schön. Wie viel Strom brauchen das Ding? Okay, passt. So, dann werden einmal die hier hinten befüllt. Der hier kommt auch noch wieder weg. Den hatte ich nur erstmal hochgezogen, weil wegen ich brauchte Strom. Bis das hier ankommt, ist Weihnachten und Neujahr auf einen Tag. So, hier ist dicht. Hier sollte das denn parallel langlaufen. Da steigt es auch. Sehr schön. Ist hier noch was drin? Hier ist auch noch was drin. Dann kann ich doch eigentlich hier aufmachen. Gib das mal weiter. Mach doch mal die Generatoren voll. Ich habe den Scheiß an die ohne Grund hier. So. Hier hatte ich eine Zeit lang Verpacker. Ich hatte tatsächlich manuell Treibstoff rüber geschattelt. In der Hoffnung, dass der Scheiß läuft. Okay. Jetzt sag nicht, dass es hier hinten schon leer ist. Das kann nicht sein. Das kann mal überhaupt nicht sein. Doch, das kann sein. War nur 300 drin, ne? Das hier? Ne, hier ist noch ein ganzer Schlag. Und das ist offen. Warum ist es überhaupt hier? Es gibt keinen Grund, warum das hier ist. Okay. Läuft ganz schön langsam. Warum auch immer. Check ich nicht. Liegt es daran, dass der Bahnhof keinen Strom hat? Dass er nicht pumpt? Könnte sein, oder? So. Aber jetzt können wir mal versuchen. Okay. Erstmal läuft es wieder. Und ihr seht, diese Spitze, es liegt einfach massiv über dem, was ich habe. Ne? So. Ja, der verbrennt das jetzt hier langsam. Ja, ja, nicht motzen, nicht motzen, nicht motzen. Wo hat denn der Feuerstrom herbekommen? Hier. So. Der Heckmeck läuft dann erstmal wieder. 50 ist logischerweise, der ist ganz vorne dran. Der ganz hinten füllt sich auch erstmal. Und hier füllt sich das Ganze auch. Okay. So, das heißt, es müsste jetzt hinten am Bahnhof auch wieder der Strom laufen. Das heißt, meine Treibstoffproduktion wird da angekurbelt. Das heißt, ich müsste im nächsten Umlauf vom Zug mehr als genug Sprit hier herbekommen. Müssten wir jetzt tatsächlich einmal gucken gehen. Machen wir, glaube ich, auch. Wir sehen uns gleich wieder. Was für ein Zufall. Der Zug kam gerade an. Das heißt, wir fahren einfach gemeinsam rüber. Ich glaube, wir sind hier noch nie zusammen über diese schöne Brücke gebaut, die wir ja schön nicht gebaut haben.
unserem kleinen Brücken-Contest. Und dann können wir das doch eigentlich auch mal nutzen. Ne? Und ich, genau, habe hier eh noch was Neues gebaut. Hier habe ich nämlich angefangen, meine Überlandkabel zu ziehen. Ne? Mit denen ich dann auch die Produktionsstätten an- und ausschalten möchte. Ne? Es wird in die Richtung, gibt es schon mal 6, 10. Ne? Sprich, ich könnte da 10 Blöcke einrichten, die ich separat an- und ausschalten kann. Und ich finde, die sehen tatsächlich ganz cool aus. Die müssen noch weitergebaut werden. Die sind, ich bin noch nicht ganz drüben. Aber die finde ich von der Sache her echt genial. Ich kann euch nachher nochmal zeigen, wie man die baut. Falls noch jemand Interesse hat. Und dann bin ich jetzt aber erstmal gespannt. Natürlich steige ich auf der Seite aus. Ich wollte doch sehen. Na, 366 ist jetzt nicht die Welt. Das sind jetzt nicht gerade Unmengen, die hier ankommen. Warum ist das so? Du sollst doch nicht rein. Zurück. Da sollst du auch nicht hin. Obwohl ich hier sehen würde, was ich mache. Block. Denn eigentlich sind hier überall... Sind hier überall? Ne, sind nicht überall. Mark 2 Rohre müssten hier nämlich sein. Ansonsten bringt das alles nichts. Das ist ja dumm, 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 dumm. Ja, ist ja schön, wenn das hier mit Mark 2 hergebracht wird. Aber dann nicht mit Mark 2 weitergeliefert. Beziehungsweise rübergeschossen. So, jetzt bin ich verwirrt. Ist das schon? Ja, das ist ein Mark 2, ne? Okay. So, wo brauchen wir das denn noch? Hier läuft's lang. Der ist da hinten dran, der noch nicht angeschlossen ist. Das hier muss auch abgezogen, damit das was bringt. Das hier wieder nicht. Das hier wieder hier. Ich könnte auch gleich alle Mark 2 machen, ich weiß. Aber... wie kriegt denn der hier hinten überhaupt? Der ist nicht angeschlossen. Ach, der kriegt das gerade von da. Beziehungsweise der schiebt das gerade nach da. Zu einem Kraftwerk, das eh nicht läuft. Weil kein Strom und so. Ach komm schon. Kommen wir jetzt hoch? Ja. Ne, hier hinten wollte ich auch nochmal eine kleine Trasse bauen, wo dann auch nochmal ein bisschen Strom produziert wird. Aber ich glaube, das werde ich wieder rausnehmen. Das wäre erstmal nur, damit der ganze Scheiß überhaupt läuft. Ne, läuft hier mit Volldampf. Entsprechend weniger kommt natürlich hier im Bahnhof an und ja, hilft mir natürlich in meinem Hauptkraftwerk herzlich wenig. So, das läuft dann erstmal alles. Jetzt können wir nämlich doch hochrennen. Kommt der Zug gerade wieder? Nee. Wir düsen nochmal rüber. Brrrt. Ist ja mittlerweile auch ein Ende geworden, ne? Hier habe ich nämlich nochmal, da seht ihr es schon, den Treibstoff ein bisschen ausgebaut. Ne, wir gehen jetzt tatsächlich bis hier hinten ran. Ich habe einfach nur das weitergezogen, was sowieso schon da war. Ne, entsprechend mehr Plastik kommt hier jetzt natürlich auch zusammen. Das ist ja ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Ne, aber es läuft auch mehr... Oh. Was ist hier los? Wieso ist hier zu wenig Rohöl? Das sollte nicht so sein. Eigentlich ist das genau auf Maß. Jetzt steht's wieder. Warum steht es? Okay. Das ist strange. Aber es kommt. Okay. Läuft halbwegs vernünftig durch. Ist hier. Hier sieht es auch gut aus. Hier ist sogar voll. Ja, aber es sind halt die letzten, ne? Die kriegen relativ wenig aus dem Rohr noch ab. Aber okay. Wenn es läuft, dann läuft's, ne? Ich könnte hier natürlich überall Ventile zwischen kloppen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dahin passen. Ne, und könnte den Abfluss limitieren.
So dass ich dann nur das aus dem Rohr raushole. Und zwar kontinuierlich. Was auch gebraucht wird. Was wahrscheinlich gar nicht so blöd wäre. Weil wir eine kontinuierliche Produktion hätten. Aber scheiße ich drauf, ganz ehrlich. Er nimmt jetzt so auch immer nur in Phasen halt 60 ab und dann ist gut. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt genau. Hier gehen 600 durch, wenn auch nicht irgendwie immer 600 fließen. Warum habe ich hier so eine Schwingung drin? Wahrscheinlich ist es immer die Abnahme denn, ne? Ich kann es mir tatsächlich nicht anders erklären. Es müsste nach hinten hin auch immer weniger Fluss sein. Ja, da sieht man schon. Ja, also hier sind dann die letzten beiden noch. Ne, das letzte nur noch. Aber selbst da haben wir manchmal noch ein 100er Fluss, was eigentlich dämlich ist. Wo hier ein Fluss sein kann, weiß ich sowieso nicht, weil da ist das Rohr zu Ende. Flüssigkeit. Physik. Verstehe das, wer will. Ich tue es nicht. So, ja, das war so die Sachen, die ich jetzt zwischenzeitlich so ein bisschen gebaut habe. Hier hinten habe ich jetzt noch, das muss auch nochmal an einem Bahnhof gelegt werden irgendwie. Wieso endet das hier einfach so? Das ist ja bescheuert. Kann ich da noch einen nehmen? Ja. Mehr geht nicht. Kann ich die auch noch irgendwie anmalen? Müller ist leicht ablenkbar. Wieder einmal. Zack. Und zack. So, genau. Das habe ich nochmal nachgebessert. Ne, hier wird ja mittlerweile ordentlich Treibstoff hergestellt. Und daraufhin dann hier einmal auch abgepackt. Ne, aus den Resten. Machen wir Treibstoff und hier machen wir Plastik. Und wird dann fleißig hier hinten abgepackt. Ne, was hier Ü ist, geht direkt rüber in den Schredder. Das hat jetzt zwischenzeitlich... Oh, 78 habe ich schon wieder. Nehmen wir mit. Plock. Damit sind wir bei 202. Wir könnten demnächst mal wieder was Schönes holen. Oder überhaupt mal was Schönes holen. Ne, damit wird da alles weggeschreddert. Hier wird Plastik, Gummi. Ja, Plastik, Gummi und Treibstoff dann im Endeffekt über den einen Schredder entsorgt, wenn es denn sein muss. Ne, so haben wir aber auf jeden Fall auch erstmal, ich nenne es mal Munition für ein Jetpack. Hier ist Dumbo schon wieder bei mir in dem Teil drin. Ach, komm schon. So, und dann wollte ich euch aber ja nochmal zeigen, wie ich diese lustigen Masten gebaut habe. Vielleicht will das ja doch nochmal einer nachmachen. Und ich muss das dann nicht abseits der Kamera machen. Und spare mir in Anführungsstrichen Zeit. Ne? Ich hatte da, den einen Tag hatte ich angefangen daran rumzuklügeln, wie ich das denn machen könnte und wie es irgendwie vernünftig aussieht. Schabernack hatte mir gezeigt, wie es Nolani macht. Ne? Die macht das mit den Beobachtungstürmen und schickt die so übers Land. Hatte ich erst überlegt, mache ich das auch so? Nee, nachmachen fand ich dann auch ein bisschen assi. Ne? Und bin dann zu diesen Dingern einfach gekommen und die sind wirklich total easy gebaut. Ne, man kann sie höher bauen, würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Ich finde die Proportionen so ganz geil. Ne, die sind ein bisschen schmaler als hoch, glaube ich. Oder sind sie genauso breit wie hoch? Kann auch sein. Wow, da kommt der Zug wieder. Ne, aber ihr seht das, es ist wirklich total easy. Habe ich das auf jedem? Ja, auf jedem. Ne, hier wieder einmal weg das Fundament. Da habe ich dann mit denen hier gearbeitet, damit wir es sauber raufstellen können. Leider kann man in diese abgekrümmten hier nicht nochmal so ein... Na, wo haben wir es? Hier. Diese Teile reinstellen. Das fällt ein bisschen schade. Ne, da könnte man die Kollision nochmal wegmachen, weil damit könnte man auch stilistisch nochmal coole Sachen anstellen. Aber man kann ja nicht alles haben. So, und dann sind es einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann müssen wir tatsächlich mit diesen Fundamenten arbeiten. Ne? Einmal links, einmal rechts.
Und dann einfach, ich habe hier die Rosen genommen. Gibt es, glaube ich, nochmal eine Nummer größer. Machen wir mal Licht an. So, dann eine in die Mitte. Hier würde der nächste kommen. Wir lassen einen frei, setzen da den nächsten hin. Auf der anderen Seite das gleiche. So, so, so. Dann kommt die hier wieder weg. Dann darauf achten, wenn man hier einen runter geht und noch ein bisschen weiter runter geht, seht ihr, snappt der woanders. Das eine ist unter dem Fundament, das andere ist über dem Fundament. Wir brauchen es über dem Fundament. So dass wir da jetzt die zweite hinsetzen können. Die habe ich hier direkt am Anfang. Das erste Stück quasi hinter der Fundamentgrenze. Und dann hinter dem Strich. Dann kommt der Scheiß wieder weg. Ist relativ aufwendig, räume ich ein. Aber ich finde, das lohnt sich. Sieht schick aus. So, und dann einfach die Fundamentteile, die Gehwegplatten hochsetzen. Ach Quatsch, ich habe die jetzt wieder hier. Und ich habe mir tatsächlich hier für unten erstmal eine Leiste gebaut, weil es hat einfach nur genervt. Hier zusammenführen. Ah, fuck. Hier wieder auseinander. Dann dämlich durch die Gegend fallen, wie der Müller das so macht. Daran, daran, daran. Da nochmal einen hinter. Und zack, stehen die Teile. Relativ easy erledigt, tatsächlich. Ne, wenn man nochmal... Oh, das ist einmal Plastik, das abgeholt wird. Man kann das noch ein bisschen erweitern. Man könnte vielleicht noch... hier die Teile oben drauf setzen oder so ein Spaß, aber ich glaube mit 6 bin ich da erstmal, mit 10 Leitungen bin ich da erstmal relativ gut aufgestellt. Nur man braucht ja tatsächlich nur Überland. Innerhalb der Fabrik kann man das ja mit Wandleitungen machen. Halte ich tatsächlich auch für die sinnigere Lösung, denn diese Dinger heißen ja nicht umsonst Überlandleitung. Ne? Die werden ja nicht, in Ballungszentren stehen die ja normalerweise nicht. Ja, und eigentlich brauchen wir auch eine Transformatorstation, um den Strom über so lange Strecken zu transportieren. Aber dazu könnte euch der Yoshi, glaube ich, mehr sagen. Der kennt sich da, glaube ich, aus. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht irre ich mich. Ich vertue mich immer wieder mit seinem Beruf. So. Und zack, wäre ich wieder ein Weiter. Ne, das Ganze ist relativ aufwendig, ne, wenn man das hier tatsächlich auf jeden verschissenen Block draufsetzt. Ist das nicht immer ganz einfach. Auch Kurven sind relativ schwierig, da man am Boden anfangen muss zu bauen. Ne, und da mal gucken muss, okay, wo sitzt das Fundament, wenn man es halbwegs mittig haben will. Ich habe es dann in der Regel so gemacht. Ich stelle es mal so hin. Hab mir hier 3 hochgezogen. Und bin dann einfach drunter gegangen. Guckt, okay, wie weit muss ich rum. Zack, sitzt nicht, wieder ein bisschen versetzt. Das ist auch wieder irre dämlich aufwendig, aber lässt sich tatsächlich nicht anders machen. So, und da wir alle wissen, Wiederholung übt. Da haben wir Treibstoff geholt. Das scheint auch ganz gut zu laufen mit dem Treibstoff gerade. Das gefällt mir. Denn der Strom läuft schon die ganze Zeit weiter. Also ich... Ey! Ich hatte zumindest noch keinen Ausfall wieder gehört. So, 1, 2, 3... 4, 5, 6 und 7. Und ihr werdet gleich sehen, wenn man hier ein bisschen Routine drin hat, geht das auch wesentlich schneller. Einmal so, einmal so. Dann die hier. Zack, zack, zack. Da auch nochmal. Die wieder weg. Dann dahin. Dann die hier. Ey. Ein da, ein da, ein da, ein da. Das Ganze auch abreißen. Und Gehwege ran spaxen. Einmal hier, einmal da. Die Schrägen dazu. Puff, puff, na. Und dann ist wieder ein Mast fertig. Und ich habe jedes Mal Glück, dass ich nicht ganz runterfalle. Meine Fresse. So. Steht wieder ein Mast, ne? Aber ihr seht, die Strecke ist ganz schön lang. Man hat am Ende dann doch eine ganze Weile gebraucht. Und wenn man nicht gerade ein Idiot wie der Müller ist, dann geht das auch schnell. Denn da habe ich es wieder mal verschissen.
So viel zum Thema, das geht schnell. Dum, dum. Ich habe die tatsächlich falsch gesetzt. Naja, wenn man es eilig hat. Der Müller hat es halt immer eilig und deswegen baut auch ab und an mal Scheiße. Deswegen lasst es euch gesagt sein, baut Sachen in Ruhe. Ne, macht euch keinen Stress, bringt eh nichts. So, dann den daneben. Einmal so und jetzt passt es auch. Ja. Oh, ich glaube, ich werde gleich umgefahren. Ne, doch nicht. Guti. Der kommt auch mal wieder weg. Und jetzt gucke ich einmal auf die Uhr. Ja, relativ kurze Folge, wie mir scheint heute. Ne, zumindest habe ich jetzt erstmal nichts mehr zu zeigen. Was ich hier noch irgendwie nebenbei machen würde oder wollte oder was auch immer. Aber es gab ja auch erstmal nicht viel zu tun. Ne? Wir müssen dann erstmal jetzt gucken, wie wir Aluminium hochgezogen kriegen. Das wird so das nächste Ziel. Ich hätte ganz gern vor noch ein paar alternative Rezepte, damit ich den Strom auf Vordermann bringen kann weiter. Ne, damit wir hier so eine große Treibstoffproduktion nochmal hinklatschen können. Da wollte der Kai gerne einmal mitmachen. Aber das wird erst nach der nächsten Folge oder nach dem Stream nächste Woche am Samstag gehen. Denn da finde ich hoffentlich ein paar mehr Rezepte als beim letzten Mal. Als ich so wahllos ohne Material durch die Gegend geschickt wurde. Es wird auf jeden Fall spaßig werden. Ne? Also, Kai hat da voraussichtlich dann schon seinen neuen Computer. Den haben wir jetzt die Woche mal zusammengestellt. Und kann dann auch hoffentlich relativ problemlos mitzocken. Das Internet sollte dann auch laufen. Und ja, Yoshi meinte, ja, bis jetzt sieht es noch gut aus. Nee, der soll sich mal nicht so anstellen. Der soll seine Hobbys einfach mal beiseite schieben und sagen, ey Müller, ich mach das mit dir. Ja? Ich hoffe, du siehst das. So. Was gibt's denn jetzt noch Schönes zu tun? Ich laufe hier sinnlos auf den Gleisen rum. Ich weiß selber nicht mal, warum ich jetzt losgerannt bin. Wahrscheinlich wollte ich nochmal nach meinem Strom gucken. Da müsste ich aber auf jeden Fall nochmal drüber gucken. Nee, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Das kann ich aber auch hier. Welcome to nowhere. Produktion, Manufaktor. Ich stelle mal einmal einen hin. Und dann wollte ich einmal gucken. Hä? Hier ist gar kein Aluminium. Ach, das muss ich erst freischalten. Ich, Idiot. Ich kann auch noch gar nicht nach Bauxit scannen, ne? Aber das hatte ich doch schon mal irgendwo. Habe ich das nicht abgebaut? Weil eigentlich, wenn man Sachen abbaut, wird das doch hier auch scannermäßig freigeschalten. Naja. Gott, ist wie es ist. Hier meine dummen Bauten, die ich hier mitten im Nichts habe. Aber man wollte halt eine Hochbahn haben, ne? Da kommen die Sachen fürs neue Lager. Ach, seht ihr, das hätte ich auch noch zeigen können. Das hatten wir, glaube ich, auch nicht. Ups. Ach, das waren die Fliegeviecher, ne? Ja, komm hin. Nicht, dass die mich jetzt hier umhauen. Das wäre echt ärgerlich. Da ist nochmal einer. Ja, doch, das sieht echt cool aus mit den Strommasten. Gefällt mir. Ne? Aber hier war ich noch bei. Denn da habe ich jetzt ein Dings reingebaut, ein Lager. War ich hier schon dran? Ja. Genau, das war's. Ich war... hatte mitten in meiner Fabrik irgendwo noch so einen Container rumliegen und da habe ich die Festplatte noch nicht rausgeholt gehabt, weil ich das Material noch nicht hatte. Ich glaube, modulare Rahmen waren das, ganz vom Anfang noch. Und naja. So, ist hier tatsächlich nicht das schönste Lager geworden, aber es ist okay. Ne, hier kommt auch nicht... Wieso kommt denn hier nichts an? Was sollte das eigentlich sein? Beton. Ja, Beton ist gerade meine Ware. Die habe ich gerade weggeballert wie nichts Gutes. Ne, aber habe das hier auf mehrere Stockwerke verteilt. Ne, hatte allerdings nicht die Muße, das alles rund zu machen. Deswegen habe ich hier so ein paar verschiedene Designs ausprobiert. Ne, das läuft hier halt alles immer fleißig rum. Dann kann man entweder hier weiter hochgehen oder halt da raus ins nächste Gebäude schon. Was habe ich hier oben noch? Ist auch ganz nett. Mit dem Glas.
Kann man so machen, muss man nicht. Warum ist das hier verstopft? Warum läuft das hier nicht? Was ist denn das für ein Tinnif? Wo hakt das denn hier bitte gerade? Es läuft hier raus. Rüdel, rüdel, rüdel. Und da hoch. Ach, ich glaube, der Schredder ist noch nicht angeschlossen. Das muss ich doch glatt mal gucken. Ja, hier bin ich noch nicht ganz fertig, wie man sieht. Das ist auch eher so suboptimal. Kein Wunder, dass hier nichts... Ach, ich hasse es. Unfertige Treppen, ne? Das geht überhaupt nicht. Jedes Mal zum Kotzen. So, tipptapp, tipptapp, tipptapp. Ab nach oben. Diesmal schön langsam. Langsam. Okay, ich muss noch höher. Tippel, tippel, tippel. Kleiner Zwischensprint. Na, passt. So. Der sollte... Ach, nee. Ja, hat keinen Strom, der Gute. Hat er jetzt Strom? Klingt gut. Ja, sehr schön. Die nehmen wir mit. Oha, da kommen wir eine Menge zusammen jetzt. Ja, ist halt alles aufgelaufen. Ne? Shit. Also in der Hauptfabrik war es kein Problem. Da wird das, wurden Überschüsse einfach weiter weggeschreddert. Da steht parallel auch nochmal eine, falls es hier mal ins Stocken kommt. Aus welchem Grund noch immer. Warum? Nee. Mein Plastik. Weil ich mir hart erarbeitet. Habe ich hier noch keinen Container für Plastik? Moment. So ja nun nicht. Farbpatronen? Okay, habe ich. Figurenbedarf, nennen wir es mal so. Gewehrpatronen. Und Nobelisten. Oh. Wo habe ich denn hier Plastik? Wollen wir auch irgendwo haben. Ihr seht, ich habe ja auch noch keine Markierungen vorne dran, weil sich die ein bisschen... Okay, das sind ganz offensichtlich die Schrauben, die ich im Überfluss habe. Quarzoszillatoren. Motoren. Statoren. Rotoren. Wo kommt denn das her? Von da oben. Geht das hier direkt rüber? Das sollte doch eigentlich... Moment. Genau, alles da reingehen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dies macht ja überhaupt keinen Sinn. Moment, da muss ich mal reingucken. Was habe ich denn hier gemacht? So, es kommt alles über die beiden Bänder. Geht alles hier hin. Zwei von da, zwei von da. Läuft dann darüber. Es macht keinen Sinn, wenn das nur die Hälfte... Was ist das denn? Wenn das hier nur die Hälfte der Container durchläuft. Das ist ja nicht irgendwie sortiert oder sowas, dass es hier ankommen würde. Okay. Da kommt es auch leicht ins Stocken, warum auch immer. Rödel, rödel, rödel. Ja, da läuft es sauber durch. Ja, da wird es dann irgendwann zusammengeführt und das ist halt Mist, aber so kriegt man die Container ein bisschen schneller leer und aber dass hier kein Plastik irgendwo macht, das geht so ja mal gar nicht. So, das Ding kann erstmal weg, das Tinnif. So, und dann überlegen wir uns mal, wie wir das machen. Ich kann hier eigentlich nur einen Lift langziehen. Und das ist hier vorne. Denn die hier können wir ja nicht. Also ich könnte jetzt... Förderband.
Also hier muss ich ja eigentlich gar nichts machen. Hier brauche ich nur so eine Wand. So. Ach komm schon. So. Und dann hier genauso. Dann könnte ich halt das hier rüberziehen. Ne, das ist mit dem Lift. Ich nehme das mal einmal weg hier. Wo ist meine andere Bauliste? Da. Ne, das ist einfach von hier nach da. Und dann da unten Fusionator rein. Förderband Fusionator. Ja, müsste ich richtig einen hinbauen. Muss ich das auch nochmal zumachen? Das müsste auch einmal weg. Dann den Fusionator. Und zwar so, dass er an beiden Ausgängermöglichkeiten passt. Und nach da bei der Sinn. Nee, noch besser. Ach nee. Der muss ja in der Außenrum. Nee. Jetzt muss ich gerade echt. Ich bin gerade ein bisschen dumm. So, wir hören jetzt erstmal auf. So. Dann kommt's von oben, soll's da reinlaufen. Und wohin schicken wir es dann weiter? Förderband Fusionator. Wohin schicken wir es weiter? Nach da wäre Quatsch, weil das muss ich ja hier außen rüberziehen. Das ist ein intelligenter Splitter, wäre halt geil, ne? Dass ich da jetzt auch so beschissen sehe, ist ein bisschen doof. Das kann ich nicht wegmachen. So. Jetzt könnte ich den dahin machen. Und dann machen wir das da weg. Aber das macht keinen Sinn. Nee, ich muss den anders setzen. Das muss da gerade rüber. So, wo haben wir es denn? Förderbahn, Fusionator. Noch einmal. Und zwar nach da weg. So, von da nach da. Von da nach. Oh, anscheinend steht er schief. Ich muss ein weiter rüber. Fusionator. Was so hinkommen müsste. Ja. So. Jetzt hätten wir das. So, jetzt würde zumindest das schon mal wieder rüberlaufen. Dann machen wir mal einmal weg. Und machen das hier neu. So, dann sollten beide Bänder. Pff, kommt da noch viel. Einer kommt in der gedackelt. Der dann da auch drauf ist. Okay. So liefe das hier. So, weil das so natürlich Blödsinn ist, würde ich nicht so eine Wand nehmen, sondern so eine. Was jetzt natürlich nicht geht, weil wegen. Der Fusionator ist im Weg. Schön. Läuft mal wieder, Müller. Also erst die Wand. Dann den Fusionator. Da lang, genau. Dann so. Und dann einmal gucken, ob ich da rüberkomme. Uhu. Und er steht schon wieder falsch. Was ich allerdings nicht sehen muss, deswegen ist mir egal. So. Dann hätten wir es auf jeden Fall erstmal da. Da löppt das wieder. So, dann brauchen wir. Nee, wir hatten ein kleineres Band. Das da. Zack. So, das wäre da drin. Dann machen wir das andere. Obere Band muss dann auch noch weg.
Das muss irgendwie da drüben hin. Am liebsten hätte ich das auch hier mit einem Band gemacht. Aber das ist ja irgendwie nicht drin. Muss ich mir bei Zeit mal Sorgen drum machen, ne? Aber jetzt ist unsere Stunde erstmal wieder vorbei. Und wir haben heute, ich glaube, das erste Mal überhaupt quasi nichts gebaut. Ne, sonst habe ich ja immer irgendwie Progress hier drin gehabt. Oh, scheiße. Das war knapp. Aber ich konnte euch zeigen, wie ich hier so ein paar Sachen gelöst habe. Wir haben den Weltraumlift abgefeuert, wir haben eine Festplatte analysiert. Hey, immerhin ein bisschen was war drin. Von daher freue ich mich auf nächste Woche Samstag. Ne, so gegen 22 Uhr wird es losgehen. Mit Remote Ragnar, beziehungsweise Ragnarök, nennen wir es einfach mal. Ich werde gejagt, hoffentlich, wenn alles klappt. Und würde mich freuen, wenn ihr auch da einschaltet. Und bis dahin bleibe ich euer Ragnar Bertoldsson. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.